Aber die Funkelampel ist doch wesentlich heller, aber du brauchst doch nicht die ganze Zeit durch eine Kamera gucken. Das ist eine Batterie. Batterie. Aber wir müssen schon wieder nachladen. Wir kommen nicht über zwei Batterien beim normalen Modus. Ich will gar nicht wissen, wie das im Wahnsinnsmodus ist. Oh Gott. Oh nein, das ist schon wieder so dunkel. Oh nein, es speichert. Ein Generator. Ich habe schlechte Erinnerungen an Generator bei Outlast. Muss man den aktivieren? Hier geht auf jeden Fall ein Kabel entlang. Oh Gott. Ja, ich lade gleich. Ja, ich lade nach. Das Ding ist genauso nervig wie ich, wenn ich Hunger habe. Mhm. Es ist aber... Sein Kamerad, Mikrofon, drücke nach links, um durch Wände zu hören, Geräusche zu verfolgen. Was? Ach krass. Schließ ab, schließ ab. Das mit dem Mikrofon ist. Ich will gar nicht sein. Wenn die wollen, kommen die eh durch die Tür, hundertprozentig. Boah, was ist das denn? Oh, lecker Maiskolben. Mmh. Oh, und ein gammeliges Brot. Geil. Ist der einzige. Ach nee, warte mal, hier ist noch eine Glasscheibe. Können wir hier auch noch? Wo ist Hayden? Ich sehe da aber auch nichts. Boah, ist das creepy. Boah, ist das creepy mit dem Mikrofon. Ich muss mich mal gerade jucken, entschuldigt bitte. Aua, Alter. Ja, wieso ist das jetzt weg? Wieso können wir das jetzt nicht mehr hören? Ich kann das wieder anmachen, wenn du willst. Ach, das kannst du auch so machen? Ja, sicher. Das ist zu gruselig. Das ist echt. Das mit dem Knistern ist schon alleine. Oh Gott. Ich gehe durch die Scheibe. Durch die Tür habe ich zu viel Schiss. Komm. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, was tue ich. Was tue ich hier? Was tue ich hier überhaupt? Wir kommen bei Horizon. Wir verstecken uns im hohen Gras. Oh mein Gott. Was tue ich hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wie. Mich umbringen. Oh Gott, Alter, 30 Zuschauer, vielen Dank. Uho. Hallo. Deine Machete, oh Gott. Dreh dich doch nicht um. Oh Gott, was soll ich denn tun? Ich muss doch irgendwo hin. Ist hier irgendwo ein Fass? Ich meine das... Halt das Schnütchen. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Wieso singen die immer? Dein Thronfühl. Was? Der läuft hier gerade. Ja, dann hör auf zu laufen. Ich bin doch geduckt. Ich muss doch irgendwie an ihm vorbei. Lass ihn doch vorbeigehen. Ja, aber wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da steht er. Da läuft er. Da läuft er irgendwie. Da. Da läuft er. So ein Drecksack. Wenn er erwischt dich gleich. Hier sind aber mehrere, hier müssen mehrere sein anscheinend. Ich lade mal nach. Da hinten sitzt einer. Kannst du nicht einfach durchrennen? Bestimmt. Oh, scheiße, ist der creepy. Oh, ist der creepy. Ich weiß ja nicht, wo ich hinlaufen muss. Geh ins Gras. Okay. Wieso, willst du was rauchen? Was? Siehst du? Sag doch, geh ins Gras. Als ob man das nicht hört. Mister, ich hab so ein bisschen Angst, dass er gleich mit durchs Gras kommt. Und sagt, hey, guck, wir rauchen eine Friedenspfeife. Die wäre jetzt ganz angebracht. Oh Gott. Fuck. Alter, was klopfen da? Oh Gott, du darfst das ganze Spiel nicht mehr. Oh Gott, ich muss hier weg. Ciao. Aber wo soll ich hin? Renn doch einfach! Wo soll ich hin? Was? Ich seh nix. Die Lampe ist ausgelaufen. Kann ich hier vorbeilaufen? Renn. Da ist ein Zettel! Da war ein Zettel! Da war ein Zettel!
Zettel. Hast du einen Zettel gesehen? Das war bestimmt auch der Blitz gerade, der dafür gesorgt hat, dass wir auch, abgestürzt sind. Was? Was? Was ist? Da war vorhin ein Zettel. Hast du den nicht gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Dreh dich um. Da ganz vorne, da geht so eine Kasse hoch und davor lag jemand und davor war ein Zettel. Ich soll wirklich zurückgehen? Ja. Oh Gott, frag Mose, was ist das? Mach mal eben. Wir können jetzt gerade sowieso nichts in die Folge kosten. Ach, du hast so viel Sinn, zurückzugehen. Ja. Ja. Wer ist er denn? Oder sie? Die müsste schon ein bisschen länger. Meine Liebe, bitte versuch stark zu sein. Papa sagt uns in jedem Gottesdienst, dass Herr uns in unseren Träumen und Sünden zeigt. Und wir müssen uns diesen stellen, sollten wir Gott gerecht werden wollen. Wenn diese Visionen schlimmer werden und die Träume von unseren wachsenden Augen erscheinen, so müssen Schwierigkeiten bevorstehen. Harte Zeiten, doch das Paradies ist auf der anderen Seite. Gott liebt uns. Und gibt uns nie mehr, als wir tragen können. Auf ewig dein Philipp. Oh Gott. Ich glaube, dein Geburtstag fällt aus. Mein Geburtstag fällt aus wegen Bodennebel, wegen Herzinfarktgefahr. Aber was war das gerade? Hat der gerade die Kirche gebongt oder was, dass die da irgendwie auf einmal. Nee, da kam jetzt so ein hellen Lichtblitz und dann irgendwas mit. Ja. Und dann eben hat er die irgendwie so gerufen oder so. Das hat mich zu sehr gestresst. Ja, das war ja auch merkwürdig gerade. Gott, ich werde so sterben bei dem Let's Play. Ich werde so sterben. Ich sitze nur daneben gerade und ich sterbe. Ich glaube. Was? Ich hätte meinen Berührungstee nicht vergessen dürfen. Stimmt, der ist jetzt kalt. Nee, das ist sort of Tee. Ich habe den Tee geholt. Ach so. Aber dein Tee, apropos, der ist. Hast du ihn schon getrunken? Nee. Gott, erst noch mal etwas spielen. It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. Hat Hinterwälder Vatikan. How could all of this have been here and nobody knows about it? It's not possible. Ach, die anderen kann man sich auch angucken, oder was? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Ach so, hier kann, ach, das ist ja cool. Man kann sich hier nochmal die. Ach cool, man kann sich hier die Zettel nochmal durchlesen. Ach, das ist ja geil. Cool. Kannst du es auch nicht haben, wenn der Ausrufezeichen aufblinken? Nee, ich kann es nicht haben. Ich auch das nicht. Ist schrecklich. Ich bin auch so ein Typ, der muss Ausrufezeichen bei Spielen wegmachen. Weil ja. Irgendwie steht, ja, hier warst du noch nicht gewesen, geht mal hier hin. Ich hasse generell blinkende Sachen, die machen mich ziemlich aggressiv. Ja, das ist gruselig. Das ich kann doch nicht schlafen, wenn irgendwas blinkt. Ja, das stimmt. Ich hatte früher mal so einen Wecker gehabt. Da blinkte immer so eine grüne Lampe, weil er den Wecker gestellt hat. Boah, das war fürchterlich. Bin ich jetzt erleuchtet? Darf ich jetzt hier euren Okkult beitreten? Oh, ich komme hier gar nicht rein. Ach so. Du wirst ja nicht mal gefragt, ob du möchtest. Das ist voll unfair. Ich komme hier gar nicht rein. Ich muss wahrscheinlich erstmal wahrscheinlich getauft werden oder so. Ich muss bestimmt zurück. Ich wette dann. Oder Anni. Hier geht's bestimmt lang, oder? Ich guck mal eben hier, ob hier irgendwas. Das ist ein Blatt. Boah, diese Blätter, ne, die da, Alter. Oh Gott. Schlimmer als jeder Horrorfilm. Oh Gott. Alter, hör auf zu wehen. Ich hab Paras. Ehrlich. Ja. Atmosphäre. Sieht aus wie ein Kreuzer. Mhm. Ein umgedrehtes. Nee, jetzt ist es ein komisches Kreuz. Was wird uns hinter dieser Tür erwarten? Das seht ihr in einer weiteren Folge. Nein, das wäre so gemein. Ja. Gut. Aber ich werde trotzdem, glaube ich, hier schneiden. Ja, etwas so vor der Tür. Das ist bestimmt ein schönes Bevor Bild. Ich jetzt da reingehe, gehe ich jetzt erstmal hier gucken. Das hört sich an, als ob da Leute... Ganz viel ist ja, ein Kult, ne? Die haben schon auch Partys und nicht nur. Party? Gibt's hier auch Bier? Ist das eine clevere Idee? Ja, erstmal schon. Ich bin wenigstens sicher. Da ist ein Zettel rechts. Ah, die Kreuzigung machen? Nee, das war eine Häutung. Achso, oder Häutung. Ah, oh, wie cool das aussieht. So, ein Zettelchen. Oh Gott, was haben wir denn hier? Das kann ich gar nicht lesen. Kapitel 11.
Die Scheide der... Steht da echt Scheide? Die Scheide der Hölle öffnet sich bald. Und die Nacht singt mit den... Was steht da? Messern der Hebammen. Das heißt Messer? Das heißt doch nicht Messer. Oh, ich war schon weiter als du. Steine. Und der Feind, ängstlich in seinem Gefängnis, greift in das Herrn Sylvians draußen. Oh Gott, keine Ahnung. Lies es selber. Jaja, das ist auch echt komisch geschrieben. Und ich sowieso mit meiner Leseschwäche. Egal. Ja, du auch? Ja, ich habe auch. Ich kann es auch mal so. Boah, der ist so sexy. Also, Ja. Ich liebe Frikadellen. Ja, das ist der fragile. Der fragile Frikadellen-Heinz. Nee, der fragile Frikadellen-Fred haben wir den getauft. Haben wir schon so getauft, weil wir wussten, dass der kommt. Haben wir schon darüber gesprochen gehabt. Aufsperren. Das ist die fragile Frikadellen-Fregatte. Ah ja, die Truppe, das, die hier. Ja. Die Truppe. Und das ist der fragile Frikadellen-Fred. Die andere ist die fragile Frikadellen-Fregatte. Die Typen für den. Aber der mag Frikadellen. Sexy, das ist ein Frikadellen. Kuchen haben Glücksbotenstoffe, Frikadellen damn nicht. Sexy. So, so sexy. Ich glaube, ich lasse. Soll ich die Tür zulassen? Ach, ich weiß nicht, es ist nicht umsonst zweimal abgeriegelt. Ich sag's nur. Ich bin ja neugierig, ne? Aber ich geh nochmal drüben erstmal gucken, warte mal. Die Tür geht gar nicht auf. Da ist noch eine Tür. Ja, ja, ich will ja erstmal da gucken, bevor ich jetzt die irgendwie. Kann ich da in den Spalt gucken? Toll. Klar, als ob da so. Als ob da die Scheide der Hölle. Oh, hier geht's gar nicht lang. Alter, ich hab mich vor meinen eigenen Schatten. Okay, ich mach nochmal die Tür zu. So. Das, wenn das dir im Spiel passiert, mir ist letztens beim Spazierengehen passiert, das war nicht so geil. Das war eine gute Idee, wa? Nein, lass es zu. Ah, nee, muss die andere Tür. Ich will da gerne rumgucken. Das sieht jemand am Stuhlbein. Ja, da. Huch! Er ist so der ist zu dämlich, die Tür aufzumachen. Hallo? Hallo? Ich mag ja rote Kerzen, da muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Ne? Ja, ich gehe schon weiter. Du magst generell die Farbe rot. Warte mal, wenn das doch hier. Das geht bestimmt hier weiter. Wir kommen bestimmt nicht durch die Haupttür, oder? Ich probiere es mal. Nein, kommen wir nicht. Okay. Dann also geht's eh hier weiter. Aber ich mach die Tür zu. Ich weiß nicht, ob das eine. Meinst du? Vielleicht mal, wir müssen was wegrennen. Oh, da tritt Gas aus. Da sitzt schon wieder. Ah, nee. Ich geh schon wieder ins. Wir sind nicht in der Irrenanstalt. Ja, ich weiß. Hält er wieder seine Hand dahin? Nee, ne? Ach, schade, ich dachte. Das wäre voll dämlich, dann siehst du den ja. Ne, normalerweise okay, beim ersten Teil war es so gewesen, wenn er an die Ecke gegangen ist, hat er seine Hand dahin gehalten und dann konnte man so um die Ecke. Ja, aber gucken. Er war doch sowieso ein bisschen verletzt, oder nicht? Also ja, doch, er hat ja nur noch 8 Finger gehabt, anstatt 10. Boah, voll eklig. Ich brauche meine Finger. Ich habe jemanden gehört. Was steht da? Hey, bist du mal drum? Huch. Zeig mir mal. Ich kann nicht so lange. Oh Gott. Was hat denn hier? Oh nein! Give me everything you. Give me your lives. Give me your children. Give me their lives. Oh Herr, ich würde den, glaube ich. Den vermisst keiner. So many times. Oh mein Gott, das ist voll gruselig. Alter, was machen die hier? Oh Gott! Was, ich bin bereit für den Haken? Gib mich aber ab. Versuchen, ich bin befreit für den Haken. Was ist da unten drin? Ist da auch jemand drin? Ja, ja. Oh. Alter, was machen wir denn hier? Boah, das ist auch noch... Hast du noch eine Batterie? Das ist eine Frau, ne? Nein, oh, die Wahl. Alter... Ich glaube, heute Abend... Oh. Ja, genau, da unten ist ein Zettel. Ja, sicher, ey, komm. Und wir haben keine Batterien mehr. Ganz toll, das geht ja schon gut los. War da am Fenster eine Batterie? Ja, oh Gott sei Dank. Da ist aber eine Taschenlampe schon wieder am Liegen. Weißt du, er findet 1000 Taschenlampen. Hammer. Warum ist er so blau angelaufen? Keine Ahnung.
glaube, der liegt da schon ein bisschen länger. Ich glaube auch. Ich springe jetzt rein. Oh Gott, ob das so eine gute Idee war? Sexy. Sexy Motherfucker. Das lesen wir gleich, ja? Ich will jetzt nämlich keine Batterie verbrauchen. Das angucken, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich würde gerne, wenn dann nochmal hier so und dann, warte, genau so. So, Paul, da du Papa Kultens Ohr hast, bitte ich dich in, was? Kann man auch Zoom, ach ja, geht auch Zoom, so. Bitte ich dich, ihm eine schreckliche Geschichte zu erzählen, an der hoffentlich nichts Wahres ist. Der höchste seiner Diakone Wahl kam heute schon von der Sonne zu mir mit einem Angebot, das er nicht ganz erklärte. Wahl benahm sich wie jemand, der etwas Heimliches und Unverzügliches, Unzüchtiges anbietete. Doch ich erkannte Wahl und sein Wesen und hatte, Angst und lehnte seine Einladung ab. Wahl würde sich nicht erklären und sagte mir, es gibt Orte in unserem Herzen, die Papa Knot nicht erreichen kann. Doch schien Wahl mehr an anderen Teilen meines Körpers interessiert. Ich bat Wahl, am Abend zurückzukehren, auf dass ich darüber nachdenken kann. Doch sagte ich dies nur, dass Knot Männer starken Willen schicken könnte, könne, die heimlich mit, da liegt so viel Blut drauf, anhören, was ich für Lästerung und Verrat hielt, so dass sie es niederschlagen können. Ich hoffe, Papa kann helfen, denn ich habe große Angst. Da ist so viel Blut drauf. Ich würde sagen, ich gebe den Controller jetzt mal ab. Nein! Nein! Doch. Jetzt werdet ihr sehen. Jetzt wirst du mal merken, wie triefnass der ist. Ich bin nur am Schwitzen, wie warm der ist. Ja, guck dir meine Hände an. Oh Gott. Oh Gott. So, ich habe den Controller abgegeben. Also Rennen, ne, ist ja ganz klar. Ich glaube, Kamera ist hier oben. Ist R1 dann. Weiß ich schon mal. Jetzt kann ich mich mal zurück entspannen. Nein, ich muss ja auch zu. Jetzt kann ich mal einen Schluck trinken. Im Let's Play trinken. Ich. Was erlaube ich mir da? Oh mein Gott, du Assi. Oh nee, du weißt, dass ich das nicht lange durchhalte, ne? Oh mein Gott. Halt die Schnauze. Oh, oh mein Gott. Wie kann ich die Kamera an? Entspannt mal so ein bisschen auf den Chat. Wie mache ich die Nacht sicher? Mit dem Stick reindrücken. Genau. Ich glaube, die kommen. Wohin? Duck dich irgendwo da. Ich kreis duckst du dich. Ach, da oben sind die. Die sind oben. Über uns. Oh. Your child is one. Hat da gerade jemand ein Kind gekriegt? Oder? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. The Antichrist, the enemy, waits in her womb. Whore of Babylon. Shit. Whore to Satan, mother of harlots and the horrors of the earth. Du hast mich jetzt ein bisschen verängstigt. Kann ich da irgendwo lang? Da hinten kommst du da irgendwie rum? Ja, ich hab grad schon geguckt. Also bei solchen Spielen bin ich immer mehr verpeilt, als ich sonst bin. Verstehe ich gar nicht. Okay, da kommst du bestimmt nicht durch, oder? Nee. Vielleicht ist es für die Tür gegenüber? So, falsche Richtung. Hinter dir? Geht's da noch weiter? Jetzt, wenn du dich umdrehst? Nee. Da geradeaus? Nee. Nein? Okay. Hä, ja, oder zurück? Oder ja, vielleicht muss jetzt nach oben. Kann auch sein. Bah! Okay. Bah! Oh Gott! Ich erschreck mich immer schon vorher. Ich hasse solche Spiele. Und dennoch liebe ich sie. Warum machst du es nicht aus? Sascha! Was denn? Kommst du jetzt hier rein durch die Tür? Blockiert. Nee. Da musst du unten bestimmt weiter, oder? Oh, das ist doch kacki. Erstmal Tür zumachen. Ich mag offene Türen nicht. Die machen mich sehr nervös. Aber zu mir sagen, Tür zu machen, keine gute Idee. Hab mich anders entschieden.
Verstehe ich nicht. Ich dachte, ich habe was gesehen. Hier läuft Gas aus, ganz sicher. Haben wir irgendwas übersehen? Guck doch nochmal, nee, hinter dir nochmal, vielleicht. Hier rechts jetzt, wenn ihr rausgehst, hier rechts. Ist da, nee. Nee. Da, nee, an der Wand. Oder kannst du hier irgendwas ziehen oder schieben? Also wenn jetzt... Hier ducken. Wie ducke ich mich nochmal? Mit Kreis. Ach ja, genau. Vergessen. Und Penner! Alter! Tu das nicht! Oh Gott, Penner! Ich brauch gleich jetzt mal ein Valium! Alter! Ich ruhe mich auch mehr über deinen Schrei erschrocken wie alles andere! Ich hab dich ja schon vorgewarnt! Alter! Meine Nachbarn denken auch gleich, was ist da los? Alter! Oh Gott! Oh, eine Uhr. Oh, die Batterie. Ja, Batterie, ja. Ah. Ich würde jetzt alles für einen Beruhigungstee geben. Ich habe ihn leider vergessen. Oh Gott. Achso, ganz kurz für die Leute im Stream. Wir machen um 12 Uhr machen wir Pause. Ja? Also um 12 Uhr machen wir erstmal eine Pause. Eine kleine. Erst um 12? Ja. Und was ist, wenn mein Bläschen sagt, er braucht eine Pause? Ja, wenn wir zwischendurch die Pause. Oh, was zu lesen. Ja, viel Spaß. Wir gucken mal. Oh Gott. Nein, das lese ich nicht. Das lese ich nicht. Das kann man kaum lesen, das ist ja fürchterlich. Warte, musste man das filmen? Hast du schon gefilmt. Achso. Da kommt immer dieses Geräusch da, dieses Das ist aus dem ersten Teil. Oh, ich kann es im Schrank verstecken, das ist gut zu wissen. Man kann sogar aus dem Schrank, glaube ich, rausgucken, ne, oder? Halten zum Spähen. Und beweg dich vorwärts in die Tür. Oh Gott. Das war ein bisschen viel. Und dann L2 und R2 zum Lehnen, okay. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde so sterben. Oh mein Herz. Ich denke nicht, dass das eine... Spiele ich jetzt? Lynn? Ist das Lynn? Also ich bin das nicht. Kannst du hier durch die Tür gucken oder hier vielleicht irgendwie? Alter, wie gruselig. Was machen die da? Oh, da steht auch einer. Kannst du durch die Tür gehen? Ja, okay, durch die Tür würde ich jetzt gleich nicht gehen, aber ist die überhaupt cool? Kannst du hier vielleicht langsam öffnen, wenn du gedrückt hältst? Ich würde langsam Türen öffnen? Ja. Hallo! So, weißt du, so rein, so hallo, weißt ich wollte mal gucken. Die kann ich auch öffnen. Ja, oder du kannst hier vielleicht... Man, guck mal da draußen! Zoom mal. Wie, zoom ich? Ja, mit Kamera. Auf Kamera machen. Oh Gott, Kamera. Warte, wie macht Kamera? R1. Ach ja. Und dann zoom mit dem Digipad. Da unten, da unten, nee, hier. Das geht auch hier mit. Ach so, geht auch. Ach, das ist Lynn. Ist das Lynn? Tatsache. Okay, sie ist auf jeden Fall noch nicht tot. Und wir müssen aber in den Raum, wahrscheinlich. Wo die Jung... Ich kenne die Steuerung nicht. Du musst zurückzoomen, kannst auch mit dem digitalen Steuerkreuz, kannst auch zurückzoomen. Ja, falls die Kamera jetzt mal aufnimmst und du hast jetzt den Zoom noch so nah dran, dann bleibt ich trau mich nicht. Dann mach langsam offen. Also wo ist die Türklinke denn? Gedrückt halten, ne? Hat niemand gehört, dass wir versucht haben, die Tür zu öffnen. Da hinter uns kam, glaube ich, jemand. Kannst du hier raus mit X gerade auf? Oh. Hat er gerade losgelassen? Ja, der ist unten. Das ist Lynn. Geh zu Lynn. Oh Gott, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. Claire. We have to run. Claire. Oh Gott. Lauf. Kann ich nicht! Laufstampe! Hallo? Lynn! Where are we going? Away from here. Anywhere but here. Das ist eine gute Idee. Ja, was trödelst du denn jetzt? Ich seh nix. Alter!
Oh, that's creepy! Oh, oh God! Oh, what is it? My stomach. It hurts. Something's wrong. Fuck. Bewegst du dich oder macht der automatisch alert? Ja. I have to stop. I need. Oh God. Jesus Christ. Ich habe eine ganz schlimme Befürchtung. What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Please don't ask me. This evening, after all these years, coming. After they're all coming. This suffering, our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world brought with her the foul burden we've been awaiting all this time. Ich lese gerade unten, was da steht. She has a child in her belly. What? I performed examination myself. And he's insane. They're all fucking insane. The devil. Please, Blake, I just want to get out of here. And she is among us. What the fuck is going on? I can't. Not now. Okay. Let's just get away from this place. Kill them. Okay. Aber, boah, das ist creepy. Wie die guckt. Oh, oh. Stay back! Be gentle. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God wants the child. Was war das denn? Was war das? Was passiert da gerade? I've watched my father fuck your god to death. Was ist das hier rechts im Bild? Wait! No! 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 Oh! For fuck's sake! Ist die Bitch von vorhin? Take her home. I want to share my love with the father. Motherfucker! God doesn't love you. Not like I do. Yes, Mann oder Frau? Twitter. We have mother. I think I'll see you again. What the fuck? Aua. Das war ein gemeines Foul. Oh shit, Lynn! Oh God! Bitte, Lynn! Lynn! Du darfst wieder, oder? Kannst du die Kamera machen? Jesus! Jesus, God! The fuck were they? Nein, das ist nicht Lynn. Hinter dir ist Lynn. Heretics. Glaube ich. They called Lynn. Nein. Mother. Hinter dir. It's not just a cult. Unten, rechts. Two sides. Christians and Lynn haben sie mitgenommen. Tatsache.